Freeman, munter ans Werk. Niemand hat mehr geleistet als Sie und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zusammen mit... Mega, hallo. Willkommen. Wir spielen Half-Life 2 allerdings in einer kleinen Modifikation. Wann bist du denn eingestiegen? Ja, jetzt gerade. In einer kleinen Modifikation, dass wir das Ganze... Weiter geht's nicht. ...im Koop-Modus durchspielen können. Synergy heißt die Mod. Ich werde die auch in die Videobeschreibung verlinken. Willkommen, City 17. Und wir schauen uns mal an, was der liebe Herr Breen zu sagen hat. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. In Sicherheit. Ich fühle mich auch gleich ganz sicher. Wie geht's dir? Ja doch, auf jeden Fall. Also sieht gut aus. Da möchte ich direkt bleiben. Ja, der wirkt auch da so vertrauenswürdig und... Ja, fühlt man sich direkt wohl. Ui, was haben wir denn hier? So, dann mal weiter. Genau. Wir wollen hier bestimmt raus. Aber das ist alles, was ich noch habe. Weitergehen, los jetzt. Gut, bin unterwegs. Mann. Willkommen. Willkommen in City 17. Ja, das klingt. Und Sie sind in eine der Waren Sie die einzigen im Zug? Städte gezogen. Ach, guck mal, Flasche. City 17 bedeutet mir so viel. Au! Verwaltungssitz nicht hauen. Hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Und durch Ruckel, Ruckel, Ruckel. Stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Ja. Wer bist du denn? Sie Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. Oh, toll. Die haben ihren Mann mitgenommen, die Schweine. Ja. Vielleicht kriegt sie einen guten Preis für. Für ihren Mann? Ja. Also wirklich. Nee. Ich hab Müll runtergeschmissen. Ja. Du hast da was verloren. Lass das Wasser. Trink's und du erinnerst dich an nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wie ich hergekommen bin. Okay, willkommen. Irgendwas stimmt hier mit dem Wasser wohl nicht. Ja, da ist der Alkohol drin. Was, wo bist du denn hin? Ach so. Den konnte ich in City 14 schon nicht ausstehen. Das würde ich nicht zu laut sagen. Dies ist seine Operationsbasis. Mir so viel, dass ich meine Verwaltungssitz hier gezogen habe. In der von unseren Gönnern. Oh, mal hier rüber. Ich bin stolz. Ich mach dich mal ganz schnell noch kurz lauter. Daher mach das. Du bist relativ leise bei mir. Okay, das kann gut sein. Willkommen in City 17. In Sicherheit. So, sag doch nochmal was. Ja, versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, deutlich besser. Sehr schön. Okay, hallo. Einen schönen guten Tag. Au! Du Penner. Ihm war halt. Toll. Nur diese Paparazzis. Jetzt? Ja, na gut. Ja. Geht halt vor. Willkommen. Ich habe einen Umsiedlungsschein wie jeder andere auch. Hey, ich wollte zugucken. Nee.
Okay. Na gut. Das ist die Vertrauens... Ich glaube Zahnarzt oder so. Hast du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zahnarzt. So. Nee, ich glaube, das ist sowas wie der Frauenarzt. Guck mal. Ah ja, gut. Ich brauche was Privates, wie heute das hier. 50 Shades of Gordon Freeman. Oh ja. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was das ist Job. Denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, okay. Das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Ja, machen wir schon. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. Dankeschön. Der hat auch eine sehr interessante Stimmmelodie. Ja, das ist also, die deutsche Synchronisation ist leider nicht so gelungen. Weil beim ersten Half-Life-Teil schon so. Und, achso, übrigens noch eine kurze oder ein kleiner Hinweis zu meiner Version. Bei mir ist es halt die Uncut-Version. Mit deutscher Sprachausgabe habe ich mir damals über ein VPN geholt. Ich habe keine Ahnung, wann der Uncut ist, oder? Wenn du, ja, wahrscheinlich nicht. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, dann, du hättest jetzt halt noch eine halt 40 Sekunden Zeit gehabt, um rauszugehen, sonst wäre das Level halt automatisch gewechselt. Deswegen okay. Ist es halt ganz gut, dass wir keine Randoms mit dabei haben, weil die halt da gerne mal durchrushen und dann würden wir halt nicht allzu viel vom Level sehen. Na, das wäre ja nicht so schön. Wir wollen ja auch was von der Story mitbekommen. Eben, darum geht es mir bei solchen Projekten. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das damals mal gespielt habe, wie krass ich die Grafik fand. Und ja. Vor allem die Gesichter waren ja echt unglaublich für die Zeit. Das stimmt, ja. Ja, schon, es war ja gerade so während meiner Abi-Phase, als es rauskam, und das war halt echt. Ja, genau. Heftig. Ein anderes Spiel, das ich auch noch gemacht habe, das halt auch über die Source Engine lief, und ich glaube damals auch das erste Spiel, abgesehen von Half-Life mit Source Engine, war halt Vampire the Masquerade Bloodlines, und das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Ah, das kenne ich wiederum nicht. Ist sehr zu empfehlen, das Spiel ist halt ein Rollenspiel. Oh. Was? Ja, mach mal. Ich schlag dir in den Mülleimer. Okay, Mülleimer. Ja. Das ging jetzt aber nicht so gut. Guck mal, ich bin ein braver Bürger. Ja, der hätte sich halt dann... Okay, gehen Sie. Ja, was ein Spacko, ey. Es wäre Widerstand gegen die Stadt. Meine Bürger für Freiwilligendienst an der Allgemeinheit. Arbeitsgruppe T94-3222. Gut, er kann sich Zahlen merken. Ist gut. Erlangen können. So. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen und erfordert eine komplette Revision unserer genetischen Zwänge. Sie erfordert außerdem unserer neuralen Programmierung diametral entgegengesetztes Denken. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Feind der Instinkt ist. Der Instinkt stand Pate in der Kindheit unserer... Was erzählt ihr da für ein Mist? Der Instinkt beruhigte und beschützte uns. Um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Als wir über schwachen Flammen Speere härteten und zu kochen begannen. Als noch jeder Schatten an der Höhlenwand uns aufschreckte. Doch der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den Aberglauben. Der Instinkt ist untrennbar mit irrationalen Impulsen verwoben. Und dies zeigt sich jetzt ganz deutlich. Der Instinkt in uns hat erfasst, dass er nicht mehr gebraucht wird und stemmt sich mit aller Macht gegen den Untergang. Der Instinkt würde unsere Rasse ins Verderben stürzen. Der Instinkt erschafft eigene Unterdrücker und hetzt uns gegen sie auf. Der Instinkt in uns fürchtet das Unbekannte und sieht seine Möglichkeiten nicht.
Der Instinkt verführt uns hinterrücks und heimlich fort von Veränderung und Fortschritt. Daher muss er ausgemerzt werden. Daher muss er bekämpft und an der Wurzel gepackt werden. Am Fortpflanzungstrieb. Bitte was? Wir sollten unseren Gönnern danken, dass sie uns vor diesem überwältigenden Trieb schützen. Sie haben mit nur einem Knopfdruck den ärgsten Feind in unserem Ich besiegt. Sie haben uns die übermenschliche Stärke gegeben, diesen Drang zu widerstehen. Sie haben uns einen Sinn gegeben. Sie haben uns die Augen geöffnet. Ich möchte Ihnen versichern, dass das Hemmfeld abgeschaltet wird, sobald wir uns im Griff haben. Sobald wir bewiesen haben, dass es nicht mehr nötig ist. Und dieser Moment des Glücks, das weiß ich aus sicherer Quelle, steht kurz bevor. Okay. Ja, die haben halt hier irgendein Feld ausgesendet, dass halt der Fortpflanzungstrieb unterdrückt wird und ja. Ja, die wollen uns ausrotten, mal, Mann. Genau, die Population zu kontrollieren. Aha, dann mach mal. Was machst du da? Hinten ist das Ende. Ach. Oh. Das ist schön. Ja, dann geh ich einfach mal andersrum durch. Du wirst ja eh nicht fertig. Was hast du da Schönes zu bewachen? Nick. Erinnere ich mich jetzt richtig, dass es dann jetzt Explosionen und Schießereien gleich geben wird? Und wir flüchten? Ja, wird irgendwann im Laufe des Spiels doch vorkommen, das stimmt. Oh, und da ist sie, die Zitadelle. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten und Befürchtungen. Doch sind auch nicht gestellte Fragen zu erahnen. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht treffen sie diese Entscheidung für die Menschheit? Wird das Hemmfeld je wieder abgeschaltet? Werden wir uns wieder fortpflanzen? Erlauben Sie mir, mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu beantworten. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies endlich Unsterblichkeit erlangen können. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen. Sie erfordert eine komplette Revision. Okay, ich glaube, das kennen wir jetzt schon. Genau, da kennen wir es jetzt. Außerdem unsere neuralen Programmierung, wie gesagt, diametral entgegengesetztes. Hier gibt es dann wohl auch besorgte Bürger, die sind dann auch ein wenig. Wollen mal nachhören, was. Was ist jetzt passiert? Was macht ihr da drin? Ach, da wird gerade. Da machen die Spiele gerade verstecken. Oh, ich gehe schon weg. Er wollte mich mit seinem Stöckchen verkloppen. Gehen wir einfach mal hier in den Hinterhof. Hinterhof ist immer gut. Boing. Die Sache mit und ich bin natürlich. Das geht's doch jetzt nicht. Bin ich jetzt zu doof, um da hochzuspringen? Ja, notfalls Duck Jump. Ja, ich habe gerade festgestellt, das ist auch noch auf String. Da hatte ich das nie bei Half-Life. Ich war immer ein C-Ducker. Mhm. Ich bin SDLG gewohnt, auch noch von früher. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, was waren das, ich glaube Oni hieß das Spiel damals. Das hat mich dann auch erst an die WSAD-Steuerung gebracht. So geht es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Oh. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Die suchen wahrscheinlich die Rebellen, ne? Mhm. Aber dann suchen die im Moment ja das gleiche, das wir ja suchen. So, wir können ja mal gucken, ob wir da reinkommen. Au, Mann. Warte mal, kannst du dich da draufsetzen? Darauf? Ja. Nein. Hat's mich jetzt gerade weggehaut, ja, tatsächlich. Warte mal. Vielleicht, genau. Vielleicht warten wir gerade, bis das wieder sich beruhigt hat. Versuchen wir das Ganze nochmal. So, jetzt. Hüpf. Und jetzt drücke ich E. Ja, genau, eh dich mal da dran. Ich bin wirklich. Juhu! Es schießt dich tatsächlich ab. Ja, geil. Ja. Wieder ab.
Was? Hat's jetzt nicht geklappt? Ich kann noch viel Kartoffeln sehe ich grad. Wow. Hm? Ist ja cool. Schaukeln? Geht das? Ja. Mehr oder weniger. Ja, das sieht etwas sehr klamzig aus. So. Mhm. Aber da waren sie ja damals auch sehr stolz drauf und war, glaube ich, auch eines der ersten Spiele mit Physik Engine. Dann konnte man hier auch so ein bisschen mal rumspielen. Spielen wir doch mal drauf. Ja, komm. Wir müssen ja gleich schwer sein, ne? Ja, ja. Dann klappt dich. Wenn ich hoch vielleicht? Ja, das geht so ein bisschen, glaube ich. Haha, cool. So. Also hier, wo... Aha, triffst nicht. Hier, ich habe einen Backstein. Ja, genau. Oh. Oh, 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 oh. Wir haben die aber jetzt aber ganz schön gereizt. Moment. Kann man ja. Den auch werfen? Mit Maustaste kannst du werfen. Achso. Au. Ja. Guck so, mal, Backstein. Hilfe. Hilfe, er kommt. Er kommt. Jetzt lässt er mich in Ruhe. Hi. Wir springen schnell durch die Levelgrenze, dann kann er uns nichts mehr anhaben. Was ist denn hier? Geht's hier? Da geht's wohl nicht raus. Versiegelt, ja. Stimmt, das ist versiegelt und ein Rad. Posten hat auch keiner gekriegt. Voll. Na, dann gehen wir doch mal hoch. Jo. Stopp da. 603 Eindringling ist erlaubt. Agierende Schutzeinheit nicht effektiv. Sieht nicht so gut aus, wir gehen einfach mal hier außen rum. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Ich dachte, mit welchem Recht treffen Sie diese Entscheidung für die Menschheit? Sieh sie dir an, da wird das Hemd. Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Nee, hey, ich hoffe, du wolltest das gucken. Nee, wir wollen doch nicht den gleichen Scheiß. Diese Staatspropaganda hören. Ich fand das sehr lohnenswert und verständlich. Die Autos sehen durchaus sehr interessant aus. Mhm. Da kann man einiges mit anstellen. Ach. So. Also hier sind wir wohl falsch. Gehen wir da raus? Ja. Ich vermute, dass wir da nicht weiterkommen, oder? Doch. Wir sind jetzt hier drin und durchsuchen das. Ich halte es nicht mehr aus. Es wird schon werden. Hier, die hören noch mehr so einen Scheiß. Ja. Yeah. Geht das auch mal weg? Schmeiß die Fernseher aus dem Fenster. Genau. Schicke Toilette, ansonsten scheint hier nicht mehr so viel zu sein. Nicht so ganz interessant, da hast du recht, ja. So, das sieht mir doch wieder nach einer Levelgrenze aus. Genau. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Oh. Na toll. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständige Ration. Hier rein! Ja. Na dann lass uns doch auch rein, du Genie. Hoch zum Dach! Jetzt beeil dich doch! Ja, ja. Da kommen Sie! Aua, aua. Ah, ich häng ein bisschen fest. So, jetzt aber. Ja. Nix wie weg hier! Dann rennen wir mal. So. Oh, oh. Ja. Der hat mich jetzt echt zerlegt. Ja. Ja, kacke. Ist ja egal. Geht ja dann gleich weiter. So ein Mist aber auch. Der kam jetzt auch direkt von vorne. Ich konnte gar nicht ausweichen. Von hinten. Ich glaube, weil ich schon die Spur gelaufen war. Los jetzt! Da, du warst zu schnell. Ja. Lass mal auf mich warten. Siege. Und wir könnten jetzt eigentlich glatt eine Pause machen quasi. Ich würde noch 4 Minuten für 20 Minuten folgen. Achso, okay. Okay. Los, ich halte sie auf. Mach jetzt, man hat es bei mir zumindest so als Standard, so, was das Gute angeht und Rollenspiele eingebürgert. Von daher. Okay. Bei Black Mesa wurde mir schon geschrieben, dass die das schon die 20 Minuten zu kurz wären. Dann komme ich aber nachher sonst gar nicht mehr hinterher. Ja, das wären im Moment recht viele Projekte. Ja, das stimmt. Ich war auch schon mal, dass dieses Jahr irgendwie relativ viel Together-Sachen noch mit geplant hatte. Und so. Dabei bin. So, jetzt laufen. Wir werden nämlich jetzt wirklich angeschossen. Oh ja, ich merk's. Oh Mann. So, dann einmal hier runter. Hier runter. Ah! Und das war klar. Alles gut? Gravity hat mich getötet.
Über diese blöde Gravity. Genau. Shit, hier, ich häng hier. Boah. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt brauche, um... Ich glaube da rein, oder? Hier durch. Ja, genau. Jetzt, warte doch mal. Da, tschau. So. Ja, boah. Alles gut? Okay. Ach, jetzt bin ich auch wieder da. Okay. Hallo. So. Gut. Herr Peacemaker, also hier geht's nicht lang. Ich glaube, dann geht's hier unten lang. Toll. Die Treppe gemacht. Oha. Seite. Oh, Au. Oh. Hier drüben! Oh. Ha, nein, nix ist! Okay. War das jetzt beabsichtigt? Oh ja, es war beabsichtigt. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Unidentifizierte. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Das haben wir gemerkt. Ja. Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Könnte man so sagen. Mhm. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Nee, ich bin stumm. Es ist... Grundausstatt für ein Let's Player. Das ja, definitiv. Bloß nicht sagen. Er war auch bei Black Mesa dabei, der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Okay. Ja, ich würde sagen, da gehen wir dann aber beim nächsten Mal hin. Dann machen wir hier mal einen kurzen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und ciao. Hier lang, Gordon.